Denn erstens interessiert sich nicht das, was wir wirklich als Problem sehen, wenn wir hier sehen, ist eher zu sagen, okay, diese Konsensstruktur, die findet gerade das, was irgendwie die schlimmen Auswirkungen, die wir jetzt gerade in der Welt sehen, was wir jetzt gerade sehen, die großen Reflexionen, was wir gesehen haben, die USA, die ihre Allianz der Billigen irgendwie agiert haben, weil wir sehen, dass es international irgendwie bis anfängt zu irgendwie verfallen. Es hat nicht mit dem Ende zu tun, weil sie nicht gut funktioniert, verdammt zu tun, dass wir eine generelle Renationalisierung haben. Wir glauben, jede Minute, da haben Männer von reden, die ist es wert und deswegen glauben sie, die Konsenskultur muss bewahrt werden und der Sicherheitsrat. Natürlich ist es erstmal die prinzipielle Idee des Sicherheitsrats. Ob wir jetzt irgendwie die nächsten irgendwann aufnehmen oder so, darüber können wir gerne reden, aber ein anderes Mal. Erstmal, so sagen wir natürlich, wir haben fünf große ständige Weltmächte hier. Und wir glauben, dass es essentiell ist dabei, dass wenn diese Mächte miteinander in den Krieg geraten, sehen wir in jedem Fall eine große humanitäre und was ich Katastrophe. Das ist in jedem Fall klar. Irgendwie doch einen Sinn, dass sie da sind, denn sie sind immer noch sehr militärisch und sehr stark und wirklich nicht stark. Die Wirtschaft ist sehr stark und das heißt, wir hätten unglaublich, wir hätten ein großmächtiges Wissen, das wirklich humanitäre Katastrophen irgendwie auslösen würde, die wir eigentlich verhindern wollen und wir wollten eben keine Weltkriege mehr. Deswegen haben wir dann angefangen. Gleichzeitig verhindert es auch, dass wir so viele Stellvertreterkriege haben, sind wir so offen, wie wir sie führen könnten, hätten wir nicht irgendwie den Sicherheitsrat, den sich die Staaten gegen das blockieren würden und so, weil sie dann keine Angst haben müssen, irgendwelche Sanktionen zu verteilen. Und dann kommt der Grund für unsere Entwicklungsländer. Die Mittel werden ja so marginalisiert. Und wir sagen, okay, sind sie nicht repräsentiert. Ja? Aber wir glauben auch, dass die echt ganz viel irgendwie Gute entwickeln. Dass wir sagen, okay, da ist die Art der Kommunikation, da ist eine Art der Organisation kann. Wir sehen die G99, die zum Beispiel in der WTO-Runde, was vielleicht auch nicht so am Ende gehört, wo wir aber glauben, die Kommunikation ist hier der Basis und der Standpunkt, um die Blockbildung zu teilen und sich zu organisieren. Und ich werde später irgendwie einmal ein Bild zeigen, wie wäre es ohne die UN. Aber ich werde anfangen damit zu schreiben, was gerade jetzt in der Welt passiert, wieso wir dann irgendwie gerade vielleicht erstmal ganz schön ist, wenn nichts läuft. Und dann irgendwie auf Alex einkommen, und sagen, so, wieso hat die UN versagt und wie kann man das ändern? Nein, danke. Und vor allem werde ich dann nochmal über diese Normen im internationalen Raum reden und diese Normen, das sind mal von immer eine Norm reden in der Debatte. Wir erleben vor allem, dass viele große Mächte wirklich allein wohnen. Wir sehen eine Tendenz zur Regionalisierung, wir sehen diese Art Spaghetti-Bowl, die niemand mehr überblickt, das sind so ausgewechselte Organe wie die UN, weil wir eben so viele verschiedene regionale Abkommen haben, dass man überhaupt keine große Koordinierung mehr geben kann. Hier sehen wir ganz klar irgendwie eine Regionalisierung in bestimmten Staaten, wir sehen in China die Menschenrechte regelmäßig beachten, wir sehen in Russland. Und wir glauben, das dauert dann, ist dann irgendwie ein großes Überschritt, wenn erstmal nicht läuft. Weil sagen wir, okay, es läuft nicht dann so, aber es läuft in dem Sinne auch nicht aktiv viel, weil wir Menschenrechtsverletzungen haben. Wir reden nicht mehr aufeinander und wir glauben, dass wir nur auf dem Weg irgendwie Normen generieren werden und wie das funktioniert, das werde ich dann zeigen. Alex hat ja uns davon erzählt, in Ruanda hat uns ja gezeigt, irgendwie, dass es gerade alles nicht funktioniert. Und da sagen wir, da gab es leider, wirklich leider, kein totales Interesse irgendwie eines großen Akteurs und die Akteure von wegen. Und es wurde aber, das ist wirklich essentiell, es wurde in den USA oder in den Medien der USA echt nicht von Genozid geredet. Und was heißt das? Hätte man von Genozid geredet, dann hätte man den Trigger gefunden. Dann hätte man wirklich irgendwie auf den Daumen auf die Stelle gelegt, wenn Genozid geredet, dann wäre die Norm da gewesen. Dann hätte man eingreifen müssen. Und ich glaube, das ist zentral. Das ist etwas, was die UN geschaffen hat, unserer Meinung nach. Weil es in den Medien erst seit der Kooperation mit Staaten, die diese Staaten zusammengefunden haben und in der gemeinsamen Wertlage. Zum Beispiel in Bezug auf Streubomben und zum Beispiel in Bezug auf Genozid. Das ist heutzutage normal akzeptiert, ist, dass es ein Konsens ist unter den Staaten, dass man in so einer Situation etwas tun muss, etwas getan werden muss, wenn es geframed wird. Das Problem ist natürlich immer das Framing und wie und überhaupt von uns einflussen, was passiert gerade in den Land. Ich glaube, auch da ist es sehr essentiell, worauf wir uns einigen. Ich werde uns dann die Frage, wie ist eine Welt ohne die, wie wäre eine Welt ohne die. Sagen wir mal ein Problem. Wir haben irgendwo eine Bevölkerungsgruppe, die eine andere Bevölkerungsgruppe auslöschen. Wie wissen wir davon? Es gibt entweder eine betroffene Gruppe, die sich wirklich meldet, also ein Staat, irgendwie, der sich privat meldet, der dann irgendwie das am besten ja auch irgendwann muss er sich da melden.
und das irgendwie wird in die zwischenstaatlichen Dimension. Wir sind in der zwischenstaatlichen Ebene. Wir wissen jetzt, es gibt das Problem und irgendwie eins ist eingegriffen, angegangen und jetzt die Frage, was passiert jetzt? Wir sagen dann, die Positionen sind unklar, niemand wird jemals in die Position gezogen, es gibt keine Paper, es gibt irgendwie kein so, wir sehen das so, wir sehen das so und was alles blablabla, was wir alles für ungefährlich halten, was wir für wichtig halten. Wenn die Positionen unklar sind, haben wir keine richtigen Informationen. Wenn wir keine richtigen Informationen haben, dann können wir nicht irrationale Entscheidungen. Und wenn wir nicht mit Russland reden können zum Beispiel, dann können wir nicht wissen, wie wichtig es wirklich Russland ist, die für uns haben. Wenn dann können wir nicht einschätzen, was wirklich daraus ist. Gleichzeitig haben wir aber noch ein drittes Problem, das tun wir jetzt überhaupt in den Mediatoren. Niemanden, der unabhängig dort agieren kann, wenn wir jetzt die Idee sein. Wenn wir das nicht haben, dann sind wir endgültig irgendwie am, ja, haben wir endgültig einen Verblickkampf, wenn ich halt doch eh schon installiert, weil wir eine irrationale Entscheidung getroffen haben, ohne richtige Informationen. Und ich habe letztendlich noch keinen unabhängigen Akteur des Regimes. Wir sind halt unabhängiger Akteur, so wichtig, weil das dann das überschauen kann. Der könnte diese ganze Spaghetti-Bowl, die ganze Revolution, die wir normalerweise nicht mehr haben, irgendwie überschauen und könnte irgendwie dann irgendwie ein neutraler, wir sehen also heute unsere Welt die Norm in Gefahr, die die UN geschaffen hat. Und wir glauben, dass die UN nicht perfekt wäre, dass die Norm aufgefallen ist. Und wir glauben, dass die UN die einzige Institution ist, die das noch schaffen kann. Die Leute, aber auch als Staaten am Leben hält. Und mit Kommunikation, wenn wir mit vollkommener Kommunikation können wir dann letztendlich, glauben wir,